Konnichiwa, Catties, hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer neuen Folge auf den realen Irrsinn in dieser Welt und vor allen Dingen in diesem unserem schönen Lande. Wir kennen es, die Bürokratie nimmt hier immer Überhand und macht viele, viele Innovationen und Ideen einfach nur kaputt. Bürokratie sollte in manchen Dingen einfach abgeschafft werden oder einfach nur gemacht werden. Lasst sie doch machen. Ohne so viel hin und her und gehobelt. Ich sehe das gerade immer, wenn ich zur Krankenkasse gehe. Früher bin ich zur Krankenkasse gegangen, habe meine Sachen vorgelegt, Stempel drauf gekriegt, fertig. Heute geht in die Zentrale. In der Zentrale bleibt es erstmal liegen, wird lange bearbeitet, dann kommt es zurück und meistens ist dann nicht mal das gemacht, was man machen will, weil A nicht guckt, was in B steht. Genau. Gut. Aber jetzt hier geht es um den realen Irrsinn in der Fachkräfteeinwanderung. Ist ja gerade ein relativ gutes Thema, obwohl ich glaube, doch, das ist mir, glaube ich, vorgeschlagen worden vom Minato, wenn mich nicht alles täuscht. Stimmt, das war das Video, was weg war und wieder hochgeladen worden ist. Deswegen ist das ein Re-Upload. Ich habe es gerade gesehen, weil es hier steht Re-Upload. Minato hatte mir das vorgeschlagen gehabt und das war weg und jetzt war es wieder drauf. Warum auch immer. Es geht um die Bürokratie-Odyssee bei Fachkräfteeinwanderung. Das soll jetzt vereinfacht werden. Eine bekannte Partei möchte das gleich wieder wegmachen. Ja, genau. Die möchten aber auch ein paar andere Sachen machen. Da frage ich mich hier, denkt ihr mal nach, bevor ihr so einen Scheiß macht. Aber gut, bei denen sitzen sowieso nur Leute, die nicht nachdenken. Das ist leider so. Da sitzen dann nur die, die gerne eine bestimmte Farbe tragen würden und sich darüber freuen, wenn das der Fall wäre. Wenn man das dürfte, aber zum Glück darf man das ja nicht. Okay, wir gehen mal rüber in den Live-Bereich und schauen uns das Ganze zusammen an und sehen, was dabei rumkommt. Gut, hier sehen wir wieder den Ordner. Also, das ist wohl momentan das aktuelle Intro. Glaube ich, weiß ich nicht. Die wechseln auch immer mal hin und her, habe ich gemerkt. Aber wir schauen uns einfach mal an, was es damit auf sich hat. Moment, beziehungsweise ich mache jetzt hier mal gerade ein bisschen wieder lauter da. So, das passt auch. Okay, rein geht's. Jan-Ole Hoffmann ist so dankbar. Der Hamburger Kaffeehausbetreiber hat nämlich sehr lange eine Konditorin gesucht und die Arbeitsagentur hat mal eben schnell geholfen. Wow, gerade die letzte Woche stand irgendwo, da hat sich, ich glaube, die CDU war's. Wir wollen jetzt nicht sagen, dass die CDU, bevor jetzt die Ampelkoalition kam, 16 Jahre an der Macht war. Und die Ampelkoalition jetzt das aufholen muss, was die CDU verbockt hat, hat sich ein CDU-Politiker, wir kennen ihn alle, den Herrn Spahn, darüber aufgeregt, dass ja viel zu wenig gemacht wird und viel zu viel liegen bleibt. Und aus entsprechender Partei kam dann auch die Aussage, dass ja die Bundesagentur für Arbeit viel zu wenig Leute in die Arbeit vermittelt. Den ist aber noch nicht aufgefallen, dass die Agentur für Arbeit zwar immer noch eine Arbeitsagentur ist, aber die Priorität, was die Vermittlung angeht, sich ein bisschen verschoben hat. Ich meine nur, ihr habt 16 Jahre lang das Ganze verbockt, dass so viele überhaupt arbeitslos sind. Und jetzt wollt ihr nach einem oder anderthalb Jahren der Regierung vorwerfen, dass sie nichts gemacht hat. Die haben eine ganze Menge gemacht und zwar eine ganze Menge Gutes. Aber da hat die Bundesagentur für Arbeit wohl mal gut reagiert und hat eine Konditorin geschickt. Ich bin jetzt aber mal gespannt, ob das wirklich so gut war. Zack, bumm. Die Arbeitsagentur hat mir eine Konditorin vermittelt aus dem Iran, die ich kennengelernt habe über eine Videokonferenz. Komplett auf Deutsch, was fantastisch war. Also ich war beeindruckt von der Dame und wollte sie unbedingt einstellen. Das ist gut. Das heißt, sie kann gut genug Deutsch. Jetzt ist die Frage, war sie schon in Deutschland oder kam sie aus dem Iran? Also war vor Ort in Iran und wollte dann hierher. Das wäre natürlich jetzt wieder ein bisschen schwierig, weil ich denke mal, es gibt eigentlich auch hier genug Konditoren. Die Frage ist natürlich, warum findet er keinen? Und wenn es eine Zuwanderung ist, deswegen, wie kam die Bundesagentur für Arbeit daran, dass die Dame hier sich vermitteln lassen will? Gar kein Problem, Herr Hoffmann, sagt die Arbeitsagentur. Und da geht der ganze Irrsinn schon los, denn irgendwo hat der A was gesagt und B nicht gemacht. Hatte ich vor einigen Jahren auch. A hat was gesagt, bei B kam es nicht richtig an und ich hatte Probleme. Die Arbeitsagentur sagte, das wäre alles ganz einfach, aber dann fing das Drama erst an. Wie ich es vorher gesagt hatte.
Ja, immer schön langsam. Frau Agayamali aus dem Iran muss natürlich erstmal ihre Ausbildungsunterlagen und Bescheinigungen übersetzen und in Deutschland einreichen. Ah, okay. Sitzen in der Bundesagentur für Arbeit keine Leute, die die Landessprache des Irans mächtig sind? Oder was soll das? Diese Hürden, die man gemacht kriegt, wir haben bei uns in der Umschulung welche sitzen, die haben Ausbildungen im Ausland gemacht, die werden hier nicht anerkannt, weil, ja, sie kommen ja nicht von hier, sie haben ja nicht den Standard hier. Dass der Standard in Deutschland nicht unbedingt der beste ist, wissen wir, glaube ich, alle. Deutsche Sprachzertifikat, Abiturabschluss, Universitätszertifikat, Erfahrungen in diesem Bereich, Zertifikat. Ah, lauter Zertifikate, also im Endeffekt die Abschlüsse. Wenn sie eine Konditorin ist und das kann, was? Ja, ich weiß, ich mache eine Umschulung und ich weiß selber, eigentlich kann ich das alles, was wir da lernen. Ich könnte den Beruf ausüben. Aber in Deutschland ist es leider so, du kannst erst etwas für den Arbeitgeber, wenn du ein Papier in der Hand hast, wo draufsteht, dass du es kannst. Und das ist einfach dämlich, weil viele Leute können Dinge einfach und das sehr gut, ohne dass sie dafür was gelernt haben müssen. Das muss selbstverständlich alles genau geprüft werden und dauert ein paar Monate. Ach ja, der Anerkennungsbescheid für den Berufsabschluss kostet natürlich auch eine kleine Gebühr. Wie viel? Ein paar Tausender? Die Dame natürlich nicht hat. Hier. So, meine Anerkennung musste ich 450 Euro bezahlen. Ist ja relativ günstig jetzt, wenn man sich überlegt, was ein Flugzeugträger kostet. Ich weiß, das ist der Vergleich von mir. Ich mag das immer, weil Flugzeugträger kosten einfach zu viel Geld. Und das braucht sie fast keine. Eigentlich brauche ich dieses ganze Kriegsgerät nicht, aber gut, okay. Weiter. 450 Euro, wenn sie keinen Job hat, aber arbeiten möchte, sind natürlich eine ganze Menge Geld. Wenn jetzt der Arbeitgeber oder der zukünftige Arbeitgeber freundlich ist und sich mit ihr gut versteht, könnte er das vorlegen und ihr dann nach und nach abziehen. Ja, ansonsten, schwierig. Auf deutschen Ämtern ist nichts umsonst. Herr Hoffmann musste dann nur noch ein paar Formalitäten erledigen. Oh ja. Nach der Videokonferenz hagelte es bei mir E-Mails mit Forderungen, was ich alles ausfüllen musste und was ich zusammensuchen musste. Ja, das ist der deutsche Bürokratie-Irrsinn. Für eine einzige Sache muss man 20.000 Sachen ausfüllen und unterschreiben und da was nachreichen und da was vorweisen und so weiter und so fort. Wehe, man vergisst was, dann hat man Pech gehabt. Registerauszug, eine Ausweiskopie, den Qualifizierungsplan, der aufgestellt werden musste, die Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis. Kleiner Funfact am Rande, weil er gerade gesagt hat, Ausweiskopie. Niemand, auch das Amt, ist nicht berechtigt, eine Kopie eures Ausweises zu besitzen. Wenn Sie diese brauchen für eine Antragstellung oder eine Verlängerung oder etwas, ja, schickt ihn rein, wartet, bis der Bescheid da ist, geht ins Amt, verlangt Einsicht in eure Akte, denn die Akte ist euer Eigentum, nicht das Eigentum des Amtes, euer Eigentum. Die Daten da drin sind alle eure Daten. Verlangt Einsicht und dann lasst löschen. Habe ich auch gemacht. Man kann Dinge löschen lassen. Und zwar direkt vor Ort. Dafür muss man keinen Antrag stellen. Raus damit, raus damit, raus damit. Ich schreibe jedes Mal, wenn ich einen Antrag stelle, momentan muss ich ja noch Anträge stellen in dieser Richtung, rein, dass bitte die Sachen, die nicht für die Statistiken wichtig sind, aus meinen Unterlagen gelöscht werden. Und egal bei welchem Amt. Ich habe jetzt auch einen Antrag auf einen bestimmten Ausweis stellen. Und da haben sie auch ein paar bestimmte Sachen gefordert von mir. Und ich bin hingegangen, habe gesagt, so, brauchen Sie die Sachen jetzt noch, nachdem Sie mir den Ausweis ausgestellt haben? Da hieß es dann, nein, habe ich gemeint, kann ich sie dann bitte wieder haben. Ach so, und bitte löschen Sie sie aus dem Online-Verzeichnis, weil wenn ihr sie nicht braucht, dann müsst ihr sie auch nicht speichern. Ganz einfach. Das sind eure Daten, ihr habt das Recht dazu. Das sagt nämlich die DSGVO ganz eindeutig. Herr Hoffmann, wenn Sie die Unterlagen nicht selbst ausfüllen wollen, kommen Sie zum Welcome Center.
Eine Behörde, die den Behördenkram für sie erledigt. Gegen eine kleine Gebühr. Ah ja, 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 wie zieht man den Bürgern das Geld aus der Tasche? Mit solchen Sachen, dann würde ich es lieber selber ausfüllen. Das Welcome Center erhebt eine Gebühr von 411 Euro für das beschleunigte Verfahren. Aber der ganze Papierkram hat trotzdem noch über ein Jahr gedauert. Nein. Also er braucht jetzt eine Konditorin. Das Ganze hat über ein Jahr gedauert, bis es durch war. Was hat er in dem Jahr gemacht? Und was hat in dem Jahr die Konditorin gemacht? Da seht ihr es mal. So schwierig ist es hier in Deutschland in Arbeit zu kommen. Man möchte arbeiten, klappt aber nicht. Weil einem immer wieder Steine in den Weg gelegt werden. Ja, die Arbeitsagentur muss alles durchgehen. Und dann ist auch mal jemand in Urlaub oder krank. Hinzu kommt natürlich die Klärung des Aufenthaltsrechts, also das Visum. Habt ihr das nicht vorher geklärt? Ich meine, die Dame soll hier arbeiten. Dann muss doch im Vorfeld geklärt werden, ob sie überhaupt ein Aufenthaltsrecht hat oder hier bleiben darf und hier arbeiten darf. Was ist denn das für ein Unsinn? Soweit ich weiß, also korrigiert mich, wenn das falsch ist. Wie gesagt, ich weiß auch nicht alles. Aber soweit ich weiß, dürfen nicht anerkannte Flüchtlinge oder Zuwanderer hier gar nicht arbeiten, sondern erst arbeiten, wenn sie anerkannt sind. Und da gibt es auch Engpässe bei den Botschaften, bei den Konsulaten, die dann dazu führen, dass das zeitliche Verfahren so viel in Anspruch nimmt. Also ich verstehe das nicht. Gut, okay, dass manche Konsulate und Botschaften nicht genug Personal haben, ist klar. Dass es in manchen Konsulaten und Botschaften Probleme gibt, das Ganze ranzuschaffen, weil halt die Bürokratie, die wir hier in Deutschland haben, nicht in allen Ländern der Welt auch so ausgeartet ist und man halt nicht überall alles ewig lange aufbewahrt. Und ich habe es ja gesehen, als ich mich bei der Bahn beworben habe, ich brauchte mein Abschlusszeugnis von der Schule. Das ist bei mir nun wirklich nicht erst seit ein paar Tagen her, sondern schon etwas länger. Trotzdem bekam ich diese Zeugniskopie innerhalb von wenigen Stunden. Nicht mal Stunden, ich glaube, ich habe 20 Minuten gewartet, dann war das da. Das war echt genial. Es wird alles aufgehoben bis in die Unendlichkeit. Ja, und die deutschen Botschaften arbeiten auch sehr genau. Als es dann um die Visavergabe ging, hat die deutsche Botschaft in Teheran das Deutschzertifikat nicht anerkannt. Es musste erst noch vom Goethe-Institut bestätigt werden. Sie hat beim Bundesagentur für Arbeit ihre ganzen Sachen samt Deutschzertifizierung anerkennen lassen. Und dann kommt die Botschaft in Teheran und sagt, nö, ist nicht. Das muss erst nochmal nachgeprüft werden, ob das wirklich stimmt. Ja, ja. Gut, Frau Agayamali musste den Deutschtest wiederholen und anerkennen lassen. Aber jetzt arbeitet sie ja als Konditorin in Hamburg. Hat nur 15 Monate gedauert, ja, bis sie her durfte. Das ganze Verfahren dauert viel zu lange. Wenn ich so arbeiten würde, dann hätte ich schon keine Kunden mehr. Das stimmt, aber nicht nur er hätte dann keine Kunden mehr, sondern viele, viele andere Läden auch nicht. Deswegen finde ich ganz gut, dass das jetzt anders gemacht wird, dass das anders geregelt werden soll. Ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal kann man nur den Kopf schütteln. Gemach, Herr Hoffmann. Das Gute ist ja, wenn es keine Fachkräfte mehr gibt, brauchen Sie auch keine Kunden mehr. So, ich mache jetzt hier mal Schluss. Wir wollen uns jetzt ja nicht noch stundenlang den Herrn angucken, beziehungsweise darauf warten, dass was anderes kommt. Also erstmal, war eine tolle Folge. Dankeschön für den Vorschlag. Ich habe sie geliebt und es passt, wie gesagt, genau perfekt in die jetzige Zeit, in die jetzige Diskussion. Fachkräfte einfacher einbürgern lassen, einfacher einreisen lassen. Ja, nein. Ich finde es gut. Also, ich sage es mal so. Ich bin nicht dafür, dass wir jeden Flüchtling reinlassen müssen. Klar muss man humanitär sein, aber nicht jeder muss unbedingt nach Deutschland kommen. Fachkräfte fehlen uns hier. Und wenn es im Ausland Fachkräfte gibt, die dort eben einfach nicht gebraucht werden oder nicht können, ist das auch in Ordnung. Dann sollen sie herkommen, sollen hier ihre Arbeit machen. Vielleicht können sie helfen, Deutsche auszubilden. Und hier Lebende auszubilden, auch mit Immigrationshintergrund, die
dann diesen Fachkräftemangel irgendwann mal auffangen und wir ihn nicht mehr haben, denn wir hatten ihn lange nicht. Es ist erst in den letzten Jahrzehnten so weit gekommen und deswegen finde ich das gut und ich hoffe, dass es lange bestehen bleibt. Für mich ist es natürlich auch schwierig, jetzt zu sagen, ja, alle Fachkräfte rein, weil das könnte dann am Ende heißen, dass wenn ich aus meiner Umschulung rauskomme, dann dastehe und vor 2 Jahren hätten wir sie gebraucht, aber jetzt haben wir genügend aus dem Ausland, jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Das wäre natürlich auch blöde. Und deswegen. Aber dass es etwas 15 Monate dauert, bis eine Fachkraft, die von der Bundesagentur für Arbeit vermittelt wird, endlich hier arbeiten darf, das ist wirklich lachhaft. Echt lachhaft. Da sollte wirklich dran gearbeitet werden. Gut. Wenn ihr was dazu zu sagen habt oder Vorschläge habt, was man reagieren könnte, Kritik, Lob habt, dann einfach unten damit in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar, reagiere auch darauf. Wenn euch die Folge so gefallen hat, dass ihr sagt, ha, da gebe ich mal was, weil da ist ja steckt ein bisschen Arbeit dahinter, dann wird es jetzt hier da eingeblendet. Da blinkt es jetzt auf. Und wir machen das Ganze natürlich auch bei den Kollegen von Extra 3. Und wenn ihr das mal ohne mein Gesappel sehen wollt, unten in der Videobeschreibung ist der Original-Link zum Video. Und da ist auch der Link zu meinem Twitch-Kanal. Und da könnt ihr draufklicken und mal gucken. Meistens, wie gesagt, bin ich samstags auf Sendung, so wie heute. Und da könnt ihr dann zuschauen und mitmachen auch und sehen, wie das Ganze aufgenommen wird. Gut, ja, dann bleibt mir für heute und für diese Folge nur zu sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch alles erdenklich Gute und wir sehen uns wieder. Bis dahin sagt euch Tschüss, eure Josie.